So, schönen guten Morgen allerseits. Herzlich willkommen hier wieder zu den Live-Marktanalysen bei Tickmill. Mein Name ist Martin Görsch. Ich mache auch heute noch, genau wie die nächsten 3 Handelstage, die Vertretung vom Mike Seidel. Und ich würde sagen, wir werfen hier auch direkt einen Blick auf die Märkte, beginnen wie immer mit einer kleinen Einführung, mit einem kleinen Risikohinweis. Ja, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin kann zu Verlusten führen. Also das ist immer ganz wichtig. Den tollen Chancen, die wir am Markt haben, stehen entsprechende Risiken gegenüber. Und das ist einfach wichtig, das zu verstehen. Es ist auch wichtig, die Produkte zu verstehen, die Sie handeln wollen. Und von daher informieren Sie sich da bitte ausreichend, bevor Sie irgendwelche Trades aufbauen. Oh, jetzt sehe ich gerade hier bei Facebook. Haben wir eine Fehlermeldung? Oh, da sind wir schon wieder. Okay, alles klar. Dann vielleicht noch ganz kurz. Das ist ganz wichtig. Alles das, was wir hier machen, das spiegelt meine persönliche Meinung wider, weil wir natürlich auch immer hier einen intensiven Blick auf die Charts werfen. Da ist es natürlich so, Werte auch gleich sehen. Ich bin natürlich in den Produkten, die wir hier besprechen, zum Teil selbst investiert oder plane da auch innerhalb der nächsten Zeit Trades aufzubauen. Von daher bin ich da vielleicht nicht immer ganz objektiv. Das bitte ich bitte auch zu berücksichtigen. Okay. Also, was steht an für heute? Wir haben um 10:40 Uhr und um kurz nach 9 jeweils kurze Reden von EZB-Mitgliedern. Ich glaube nicht, dass das so arg den Markt bewegt. Ich denke, um 13:30 Uhr zum Sitzungsprotokoll wird es viel, viel wichtiger. Dann haben wir um 14:30 Uhr FOMC, das haben wir aber auch ständig. Wir hatten gestern Abend um 20 Uhr da schon die großen News. Da wird auch nicht allzu viel passieren, denke ich. Philly Fed 14:30 Uhr ist natürlich wichtig. Um 14:40 Uhr haben wir Governor Paulos von der Bank of Canada. Der ist nicht uninteressant, gerade wenn man kanadischen Dollar handelt. Da werden wir ja heute auch einen Blick drauf werfen. Auf den kanadischen Dollar. Wir werden uns das ein bisschen genauer anschauen, warum da eigentlich im Moment so diese Schwäche so ein bisschen reinkommt. Wir hatten uns das gestern schon angeschaut, hatten auch zwei Währungspaare, die wir uns gegen den kanadischen Dollar angeschaut haben. Und da will ich heute einfach mal ein bisschen vertiefen, wo sowas herkommt und wie man vielleicht auch solche kommenden Schwächen von Währungen vielleicht im Vorfeld schon erkennen kann. Ansonsten, was haben wir noch? 16 Uhr Hausverkäufe ist auch nicht unwichtig. Ja, könnte auf jeden Fall in die US-Indizes ein bisschen Bewegung bringen. Ist immer ein gutes Anzeichen dafür, wie es in den Taschen der Amerikaner aussieht. Ja, ob da viel verkauft wird oder ob da wenig verkauft wird. Und da gibt es doch einige Marktteilnehmer, die auf diese Housing-Zahlen reagieren. Ja, prinzipiell ist es so, bei allem, was an Wirtschaftsnachrichten kommt, das ist in einem stetigen Wandel. Das sind nicht immer die gleichen Sachen, die wichtig sind. Das sind nicht immer die gleichen News, die wichtig sind. Wir haben gerade diese Housing-Zahlen, so wie es heute um 16 Uhr wieder kommt, die waren sehr extrem wichtig, als wir die große Immobilienkrise in den USA hatten. Da ist also wirklich mit Argusaugen auf jede News geguckt worden, die in dem Bereich rauskommt. Das hat riesige Marktbewegungen gebracht. Das war schon fast so wie jetzt im Moment so die Zinsentscheidungen. Ja, und, zu dem Zeitpunkt damals waren eben die Zinsentscheidungen gar nicht so wichtig, ja, weil da war klar, wir sind in der Krise, die Zinsen gehen runter. Da hat jeder mit gerechnet, das war gar nicht so dramatisch. Da waren damals die Hausverkäufe, die Zahlen über Hausverkäufe waren viel, viel, viel stärker getradet im Markt. Und da muss man eben immer ein bisschen schauen, das ist alles so in einem ständigen Wechsel. Immer das, was gerade interessant ist, ist eben das, was den Markt bewegt. Und das sind im Moment nicht so unbedingt die Hausverkäufe. Ja, die geben einen kleinen Einblick in die Kaufkraft der Privaten, aber lange nicht so wichtig, wie das vor ein paar Jahren noch war. So, und dann hatten wir uns ja gestern angeschaut, zwei Währungspaare gegen den kanadischen Dollar. Da will ich einfach nur mal kurz zeigen, nicht, dass ihr denkt, ich zeige hier irgendwelche Setups, die eigentlich gar nicht so interessant sind, nur damit ich irgendwas hier zu sagen habe. Habe ich einfach mal kurz hier zwei Trades reingeholt, die von mir aktuell noch laufen. Das ist einmal hier der New Zealand Dollar gegen den kanadischen Dollar. Da habe ich hier den Ausbruch antizipiert. Der läuft also. Und
Das zweite, was bei mir läuft, ist British Pound gegen Canadian Dollar. Haben wir auch gestern ganz kurz einen Blick drauf geworfen. Interessante Situation ist hier aus dem Dreieck ausgebrochen. Also nur, dass ihr wisst, das, was ich euch hier erzähle, setze ich zum großen Teil eben auch selber um. Ja, und das machen wir heute auch wieder genauso. Wir schauen uns wieder Werte an, die für den Handel aktuell interessant sind. Und vorher möchte ich euch noch kurz was zeigen. Und zwar das hier. Das sind die Commitments of Traders Daten zum kanadischen Dollar. Und ich hole mal kurz mein Zeichentool hier rein, dann kann ich das mal ein bisschen erklären, was hier läuft. Prinzipiell, meine Stimme ist immer noch ein bisschen angeschlagen von der World of Trading. Ich hoffe, das klappt am Wochenende alles sauber bei mir mit dem Seminar, aber im Moment bin ich hier wirklich noch so ein bisschen auf der Suche nach meiner alten Stimme. Deswegen muss ich zwischendurch mal einen Schluck trinken. Ich bitte, das zu entschuldigen. Wenn ihr Fragen habt, dann bitte die Fragen gerne ins Fragenfeld rein. Ich habe das jetzt hier parallel geöffnet und werde nach Möglichkeit dann da auch Stellung zu nehmen, wenn hier was reinkommt. Und das gilt sowohl für GoToWebinar als natürlich auch direkt für den Facebook-Stream. Da sind ja auch einige wieder mit dabei. Freue ich mich. Okay, also. Was sehen wir hier? Wir sehen hier im Prinzip die neuere Fassung der Commitments of Traders. Ja, es gibt zwei Varianten von diesem Commitments of Traders Report. Das eine ist der Legacy, das andere ist für die Rohstoffe der Disaggregated. Und das, was wir uns jetzt hier anschauen, das sind sogenannte Financial Futures. Das sind nämlich die Währungen und die Indizes und so. Und dafür gibt es einen neuen Report und der nennt sich Traders in Financial Futures TIF Report. Und es gibt inzwischen ein paar Internetseiten, die haben das sehr, sehr schön aufgearbeitet. Diese hier, die kann ich euch gerade mal in den Chat schreiben. Die packe ich hier mal kurz in den GoToWebinar-Chat. Bei Facebook kann ich das Ganze auch mal hier reinpacken. So. Da kommt ihr also auf diese Seite hier. Und da kriegt ihr hier die ganzen Reports von den einzelnen Futures, die man traden kann. Und da ist hier natürlich für den Bereich Forex der ganze Wert Currencies hier auf der linken Seite interessant. Und da habe ich jetzt hier einfach mal reingeholt den kanadischen Dollar. Wir haben mir gesagt, wir haben im Moment eine Schwäche im kanadischen Dollar. Wir sehen das hier auch auf dem Wochenchart. Das ist hier jetzt die vierte Woche, in der es im kanadischen Dollar abwärts geht. Und woran erkennt man das? Naja, das, was für die meisten Händler das Wichtigste ist, wo ich auch am meisten drauf achte, das ist hier diese rote Linie, die hier läuft. So, und da haben wir nämlich hier die Positionierung der Dealer Intermediary, nennt sich das hier im Traders für Financial Futures. Das Ganze sind quasi die alten klassischen Commercials. Und diese Commercials sind nun mal die besten Informationen am Markt haben. Das sind die sich gegen Preisschwankungen hedgen. Die eben mit diesem Produkt am Ende, also hier tatsächlich auch mit dem Produkt kanadischen Dollar arbeiten. So, jetzt sehe ich gerade, ja, irgendwie habe ich heute hier ein bisschen Schwierigkeiten. Der Facebook-Stream bricht, glaube ich, zwischendurch immer ab. Aber solange wieder wiederkommt, ist ja alles in Ordnung. Das sind also die Jungs, die tatsächlich irgendwie mit dem kanadischen Dollar arbeiten und sich gegen die Preisschwankungen vom kanadischen Dollar hedgen. Und das, was wir hier sehen wollen, sind extreme Positionen, entweder extrem in der Long-Ausrichtung oder extrem in der Short-Ausrichtung. Und da braucht ihr im Prinzip nur auf diese rote Linie hier achten und immer schauen, ob wir irgendwo ganz oben anschlagen oder ob wir irgendwo ganz unten anschlagen. Und dann kriegt ihr ein gutes Gefühl dafür, wie sich innerhalb der nächsten Wochen der Kurs für dieses Produkt entwickeln sollte. Ja. Ich versuche das hier mal ein bisschen zu zeigen. Wir haben hier so im Juni 2017, das sind mal hier die letzten 3 Jahre, die wir uns hier anschauen. Wir haben hier im Juni 2017 eine sehr starke Long-Ausrichtung gehabt bei den Commercials.
Ja, und dann sehen wir, was da passiert. Wir haben tatsächlich die nächsten Wochen hier eine riesen Rallye im Markt. Ja, dann sind wir hier in den Bereich reingekommen, wo wir sehr, sehr stark auf der Short-Seite vertreten waren und haben hier die nächsten Bewegungen deutlich in die Abwärtsrichtung gekriegt. Ja. Das Ganze geht dann meistens so lange abwärts, bis wir wieder in extreme Positionierungen auf der Oberseite kommen. Ja, die haben wir dann hier wieder gehabt. Dann haben wir hier nochmal eine extreme Positionierung auf der Oberseite gehabt. Na, und da sieht man immer, die nachfolgenden Wochen macht sich diese Extrempositionierung auch tatsächlich bemerkbar. Na, dann hatten wir in diesem Jahr hier im August eine sehr starke Netto-Short-Ausrichtung hier bei den Commercials und kommen die nächsten Wochen im kanadischen Dollar runter. Und jetzt haben wir eben aktuell das Gleiche wieder. Ja, wir sind in einer absoluten Extremsituation hier gelandet, haben sehr, sehr starke Short-Hedges von den Commercials im Markt. Ja, und wenn wir uns anschauen, wo das aufgetreten ist, ja, also so ziemlich kurz nach dem Wendepunkt, den wir hier gesehen haben. Und von daher gehe ich davon aus, dass in den nächsten Wochen die Schwäche vom kanadischen Dollar noch weiter anhält. Wir haben dann so die Zielbereiche, ja, die liegen einmal hier so bei 74 ungefähr, dann haben wir hier nochmal ein gutes Support-Level. Und die Extremwerte, die liegen dann hier unten. Das sind also alles Bereiche, die möglich sind. Ja, allerdings muss man sehen, wir befinden uns eben jetzt hier auch in einem relativ starken Unterstützungslevel. Na, sind da jetzt schon einmal drauf gelaufen und jetzt muss ich hier erstmal charttechnisch entscheiden, wie das Ganze hier weitergeht. Aber das ist sehr interessant, auf jeden Fall hier mal einen Blick drauf zu werfen, auf diese Extrempositionierungen von der roten Linie hier. Und da kriegen wir ein gutes Gefühl dafür, wohin die Währungen in den nächsten Wochen tendieren könnten. Und am Ende geht es ja immer darum, für uns als Trader überhaupt erstmal eine Idee zu kriegen, in welcher Richtung liegt denn der Vorteil? Liegt der Vorteil eher auf der Long-Seite oder liegt der Vorteil eher auf der Short-Seite? Und diese Trades, die versuchen wir dann natürlich umzusetzen. Ja, ich gehe jetzt einfach mal in die Plattform rein. Da schauen wir uns das Ganze jetzt mal kurz an. So, da haben wir es. Und dann gucken wir mal, was für heute hier interessant ist. Ja, und wir haben eben im Moment, also wo ist denn meine Präsentation hier? Alles klar. So. So, also und wir haben hier im Moment das, was für mich interessant ist, ist New Zealand Dollar und Australian Dollar. Ist das, was mich im Moment am meisten hier interessiert in den Märkten. Und zwar haben wir hier einmal den New Zealand. Wenn wir uns den anschauen, wie der hier auf dem Tageschart gestaltet ist, dann sehen wir, dass wir relativ lange hier runtergekommen sind und dass wir hier im Moment im Tageschart wie in so einer Bodenbildung drin sind. Ja, und die Bereiche, die hier interessant sind, zeichne das gerade noch mal kurz hier ein. Die Bereiche, die interessant sind, sind natürlich sowohl hier diese, ja, wie Art Nackenlinie. Ne? Wir haben hier im Prinzip so eine komplexe SKS, die hier läuft. Ich versuche das mal hier so ein bisschen anzuzeigen. Wir haben also hier im Prinzip eine Schulter, haben hier noch mal eine kleinere Schulter, haben hier unten auf jeden Fall den Kopf von der inversen SKS, haben hier nochmal eine Schulter und dann im Prinzip auch hier nochmal. Das ist jetzt alles nicht ideal, weil die rechten Schultern in der zeitlichen Ausfertigung länger sind als die linken. Deswegen ist das jetzt keine klassische SKS, die man direkt im Ausbruch tradet. Aber so im Groben sieht man so ein bisschen, wo ich hin will. Ja, wir haben einmal diese kleinere Formation hier unten. Die nehme ich mal separat raus. Ja, das ist also diese hier. Und dann haben wir eben für das gesamte Bild nochmal diese etwas größere Situation hier. Ja, dann eben mit den zwei Schultern links und den zwei Schultern rechts. Da haben wir zwei Ausbruchsniveaus. Das eine hier, das ist natürlich schon gelaufen. Das war hier im Oktober. Hat man auch schön 3 Tage steigende Kurse hinterher gehabt. Ist hier bis in diesen Verkaufsbereich, den wir hier oben drin haben. Ja, bis in diesen Verkaufsbereich gelaufen.
Ich möchte das nochmal kurz wiederholen, was wir gestern schon gesagt haben. Immer an den Bereichen, wo sehr starker Verkaufsdruck aufkommt, könnt ihr damit rechnen, dass sich da gute Verkaufschancen ergeben beim ersten Anlauf in diese Niveaus, beim ersten Anlauf in diese Bereiche. Und der erste Anlauf in diesem Bereich, der ist hier gewesen und auch da hat sich eine deutliche Abwärtsbewegung etabliert. Dann haben wir das Gleiche hier nochmal gehabt. Und jetzt sind wir dabei, den dritten Anlauf auf dieses Level zu nehmen. Ja, und häufig, wenn es dann im dritten Anlauf drüber geht, dann gehen wir eben nach oben bis in den Bereich der nächsten Widerstände. Und die nächsten Widerstände, die liegen so ungefähr hier. Ja, hier und hier sind die beiden größeren Widerstandsbereiche. Dazwischen ist eigentlich nicht mehr viel. Wir haben noch, das zeichne ich mal in Gelb ein, weil es nicht ganz so dramatisch ist, dieses Level hier. Ne, da ist noch mal so ein bisschen Widerstand. Das sieht man immer ganz schön, wenn man sich anschaut, wo haben wir so Anhäufungen von alten Hochs und Tiefs. Ja, und die haben wir hier. Das heißt, das ist durchaus ein Level, wo mit einer Reaktion zu rechnen ist. Das ist aber nicht unbedingt so ein Level wie das hier, was es tatsächlich schafft, den Kurs hier für mehrere Tage zu drücken. Na, da ist mit ein bisschen Reaktion zu rechnen. Ich würde aber davon ausgehen, dass wir hier dann auch weiter nach oben durchlaufen, wenn sich der neuseeländische Dollar hier weiter stark entwickelt. Na, und Zielbereich liegt dann irgendwo hier oben. Da muss man jetzt einfach schauen, wie man mit diesen Situationen umgeht. Wir haben hier keine ganz einfache Ausgangslage, muss man ganz ehrlich sagen, weil wir hier in so einer Art Megafon laufen. Diese Megafone, die sind schwierig zu traden. Da sollte man immer zusehen, dass man irgendwo im unteren Bereich schon zum Zug kommt, weil Breakouts in diesen Bereichen ungünstig umzusetzen sind. Ja, da haben wir häufig dann Kursbewegungen, wo wir mal kurz rausdippen und dann kommen wir auch relativ schnell wieder in diesen Bereich zurück. Und wenn man jetzt hier versucht, die Breakouts zu handeln, dann hat man eine hohe Wahrscheinlichkeit, eben wie so eine Art Fehlausbruch zu erwischen. Na, das sind dann die Bereiche wie hier. Ja, wo man ja, an diesen Stellen dann innerhalb des Tages hier vielleicht mal ganz kurz im Gewinn ist und am Abend ist man wieder im Verlust und am nächsten Tag geht es dann hier richtig dynamisch abwärts. Ja, also Breakouts sind hier eher mit Vorsicht zu genießen. Ich würde in diesen Bereichen immer eher versuchen, in Support-Bereichen irgendwo zum Zug zu kommen. Ja, das wäre also im Falle des New Zealand Dollar, US Dollar, wäre das hier unten der Bereich. Für die etwas größeren Bewegungen und für die kleineren Bewegungen liegen wir vielleicht irgendwo hier so bei 63,85. Ja, 0,63,85 wäre hier eine Möglichkeit, so einen kleinen Einstieg im Retracement für die kleine Zeitebene zu nehmen. Ja. Schauen wir uns das nochmal kurz auf dem Stundenchart an. Ja, da sehen wir also schön, wie hier die Sequenz läuft. Ja, diese Aufwärtssequenz. Die fängt hier unten an. Und dann haben wir hier wie so eine kleine Innenkorrektur. Und das ist so das nächste große. Das heißt, wenn wir diese kleine Korrektur hier weglassen, dann liegen wir hier in einem Bewegungsbereich 1, 2, 3. Ja, das ist im Moment so die aktuelle Sequenz, wie sie hier läuft. Das macht es uns natürlich ein bisschen schwierig, weil wenn wir tatsächlich unsere Stops hier an die Extremlevel legen wollen, dann liegen die weit, weit weg. Und von daher würde ich hier dann eher versuchen, in der kleineren Zeitebene, wie gesagt, in diesen Kaufbereichen unten irgendwo Positionen aufzubauen und die dann nach Möglichkeit in einen Ausbruch nach oben mit zu betreuen und gar nicht unbedingt an dem Zielbereich mitzunehmen, sondern versuchen, diesen Trend hier laufen zu lassen. Das zweite, was wir hier drauf haben, ist der australische Dollar. Der ist in einer schönen Situation hier gerade im Tageschart. Und zwar kommen wir hier in so eine Art kleine Bear Flag. Ja, das ist wie so eine kleine Bear Flag. Da hat er heute schon den ersten Ausbruchsversuch auf der Unterseite versucht. Der war nicht nachhaltig. Da muss man auch immer ein bisschen aufpassen. Das haben wir auch gestern im Öl ganz schön gesehen. Ja, wir hatten ja gestern einen Blick geworfen auf Öl und haben gesagt, hey, wenn wir da deutlich unter die 55 gehen, dann ist das wahrscheinlich
ein guter Einstiegsbereich, um da irgendwo zu verkaufen. Und wenn wir uns das anschauen auf dem 15-Minuten-Chart, dann sind wir kurz unter die 55 gedippt und waren 10 Minuten später schon wieder im 55er-Bereich und dann hat das Ding richtig Gas gegeben. Das ist so ein klassischer Fehlbreakout. Da muss man sich immer überlegen, wie man in diese Breakouts reingehen will, ob man irgendwelche Bestätigungen abwarten will, ob man auf den Kerzenclose wartet und so weiter. Ist halt immer eine Abwägungssache. Ja, je mehr Bestätigungen man abwartet, umso später kommt man rein. Je aggressiver man reingeht, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, einfach mal einen Fehlbreakout aufzusetzen. Ich mache das ganz gerne so, dass ich Breakouts direkt handle, einfach weil ich weiß, wenn diese Breakouts dynamisch laufen, dann geht es häufig mit der Bewegung richtig los und dann rocken die Dinger und dann kommt man da auch, wenn man auf eine Bestätigung wartet, erst sehr viel schlechter rein. Und dafür nehme ich gerne das Risiko, in so einem kleinen Fehlbreakout nochmal rausgeholt zu werden und dann vielleicht einen zweiten Versuch nehmen zu müssen, wenn die Idee dann nach wie vor aktuell ist. Ja. Aber hier ist es eben im Moment so, schauen wir uns den Tageschart an, dann sehen wir das. Wir haben hier einen ganz klaren, intakten Abwärtstrend, haben auch hier eine ganz ähnliche Situation, wie wir das gerade gesehen hatten, dass wir so ein bisschen hier in so ein, ja, in so ein Megafon reinlaufen. Also auch hier ist die Ausgangssituation nicht ganz easy. Wenn man sich aber hier auf die kleine Zeitebene festlegt und sagt, wenn ich hier einen Ausbruch nach unten sehe, dann wird das für mich interessanter, das Ganze hier zu handeln zur Unterseite. Dann kann man das hier durchaus gut machen, weil der große Vorteil, der liegt hier relativ klar noch auf der Unterseite. Ja. Auch die letzte Momentumbewegung ist hier nach unten gelaufen. Gehen wir auch hier nochmal auf den Stundenchart. Na, dann sehen wir das. Die letzten Momentumbewegungen, ja, ist diese hier. Und diese hier, die gehen ganz klar in die Abwärtsrichtung. Und hier ist es also auch so, dass man im Prinzip nur auf ein vernünftiges Einstiegslevel warten sollte, um hier eine Position aufzubauen. Das wäre zum Beispiel dieses Level hier. Ja, weil wir sind jetzt übergeordnet hier in so einen kleinen kurzfristigen Aufwärtstrend im Stundenchart gelaufen. Das ist dieser hier. Der ist noch nicht gebrochen, weil wir das letzte Tief noch nicht rausgenommen haben. Wir haben dieses Tief hier noch nicht rausgenommen. Also ist prinzipiell erstmal dieser Aufwärtstrend noch intakt. Und ich mache es eben sehr gerne, dass ich wirklich warte, dass in der Zeitebene, in der ich dann meine Stops setze, in der ich meine Trades umsetze, dass da auch tatsächlich wieder die übergeordnete Trendrichtung aktuell ist. Und das ist eben die Short-Richtung. Und deswegen ist das hier ein super interessantes Level, wie ich finde, die 67,85, um hier über einen Einstieg in den australischen Dollar nachzudenken. Ja. Und jetzt gibt es natürlich noch eine ganz andere Möglichkeit, weil wir im Forex-Bereich ja auch die ganzen Cross-Currencies handeln können. Jetzt haben wir uns gerade angeschaut, ich hole es nochmal rein, haben wir uns gerade angeschaut, New Zealand Dollar, ja, im Daily hier in der Bodenbildung und in dem Versuch, hier einen neuen Aufwärtstrend aufzubauen. Also hier vielleicht erstmal demnächst mit Stärke zu rechnen. Dann haben wir hier den australischen Dollar. Da haben wir gerade gesagt, da ist weiter mit Schwäche zu rechnen, wahrscheinlich, weil die großen Momentumbewegungen noch abwärts laufen. Auch den setze ich hier nochmal auf den Tageschart. Ja, hier sehen wir das. Große Momentumbewegungen laufen abwärts. Wir haben zwar dieses letzte Hoch hier kurz überschritten, sind aber sofort wieder in die Verkaufszone hier reingekommen. Ja, und man sieht das hier auch ganz gut. Wir sind gelaufen, mehr oder weniger hier bis zu diesem letzten Tief, ne, 69,14, 69,15, haben also wirklich nur einmal ganz kurz dieses Hoch hier aus dem Markt genommen, sind bis zum letzten Tief gelaufen, ganz normale Retracement-Bewegung innerhalb eines Trends und haben dann die Abwärtsrichtung wieder aufgenommen. Und jetzt haben wir also einen starken neuseeländischen Dollar, wo wir also mit steigenden Preisen rechnen, haben einen schwachen australischen Dollar, wo wir mit fallenden Preisen rechnen. Hey, jetzt können wir natürlich, wenn wir den Risikofaktor US-Dollar da ein bisschen rausnehmen wollen, einfach das Cross-Currency-Paar traden und schauen uns hier mal an, Australisch-Dollar gegen Neuseeländisch-Dollar und sehen, wo, okay, ja, Wochenchart, von wo kommen wir? Ja, wir kommen hier ganz klar von oben. Ja,
Wir haben hier einen super intakten Trend. Sind hier nur einmal kurz oben drüber gedippt über das letzte Hoch und seitdem versucht der Markt hier wieder in die Abwärtsbewegung zu kommen. Hier unten liegen die Support-Level. Ja, hier unten haben wir die wirklich großen Support-Level, aber bis dahin ist noch viel, viel Platz hier auf dem Wochenchart. So also Situation Wochenchart. Und Tageschart haben wir uns gerade angeschaut, sind wir einmal hier kurz an die alten Hochs gegangen im australischen Dollar. Das sieht hier ganz ähnlich aus. An die alten Tiefs, sorry. So. Ja, da sind wir hier in diesem Bereich der alten Tiefs gelaufen. Das haben wir hier als interessantes Level hier, hier, hier und hier eben als Verkaufszone. Ja, ich vergrößere das mal ein bisschen. Als Verkaufszone sieht das Ganze eben so aus. Das hier ist der Verkaufsbereich. Ja. Warum? Haben wir auch gestern schon gesagt, weil hier die große Abwärtsbewegung begonnen hat. Das große, starke Momentum. Und dann ist es eben häufig so, wenn wir das erste Mal oder hier auch das zweite Mal in diesen Bereich reinlaufen, dann wird wieder abverkauft. Und was hier besonders schwach ist, ist, dass wir dieses letzte Tief hier auch sehr dynamisch gebrochen haben. Ja, große Supportbereiche sind jetzt hier auch nicht zu sehen. Das nächste, was ich hier sehe, ist dieses kleine Tief hier bei 105,30. Ja, da liegen wir ungefähr hier auch in dem Bereich dieses Hochs. Und das nächste Level liegt dann wirklich erst hier unten drunter, na, so bei 104,50. Also das sind hier die beiden Zielbereiche für australisch Dollar, neuseeländisch Dollar. Und jetzt habt ihr vielleicht mal so ein kleines Gefühl gekriegt, wie man sich mit diesen Forex-Paaren und durch diese Cross-Currencies, die wir hier traden können, Möglichkeiten suchen kann, eine Korrelation starke Märkte, schwache Märkte vielleicht noch extremer zu gestalten, indem man dann so Zwischenwährungen wie den US-Dollar da rausnimmt. Also sowas kann man auch machen. Na, das sind also die drei Möglichkeiten, die wir hier für heute haben. Ich denke, morgen werden wir dann vielleicht mal intensiveren Blick auf den Euro-Dollar werfen. Das können wir uns auch noch mal ganz kurz anschauen, wie der im Moment dasteht. Der ist nämlich hier so ein bisschen am Scheideweg. Ja. Zeige ich auch einmal ganz kurz. Wir haben hier eben dieses wichtige Widerstandslevel. Na, dieses alte Tief haben wir ja gerade gesagt, in so typischen Trendbewegungen. Sieht das häufig so aus, dass wir den Bereich im Abwärtstrend, dann den Bereich dieser alten Tiefs in den Retracements nochmal testen. Und das ist jetzt hier wirklich so ein bisschen der Entscheidungsweg, wo es in den nächsten Tagen hingehen könnte. Wir sind im Moment hier dabei, wie so eine kleine Flagge auszubilden. Das würde ich gerne noch ein bisschen deutlicher sehen, ein bisschen intensiver sehen. Und dann müssen wir schauen, in welche Richtung das Ganze hier geht. Ja, da möchte ich morgen mal einen Blick drauf werfen mit euch, wie das Ganze für die nächsten Wochen aussieht, wo da vielleicht so ein bisschen die Vorteile liegen. Und dann werden wir hier auch auf jeden Fall nochmal einen genauen Blick auf den Chart werfen. Und dann schauen wir, je nachdem, was sich heute Abend so an Closing-Kursen entwickelt, was wir uns morgen noch anschauen können. Für heute habe ich hier, wie gesagt, New Zealand Dollar und Australian Dollar so ein bisschen auf der Uhr. Und das Ganze dann eben entsprechend auch als Cross-Currency. Gut, ja, das war es dann soweit hier für heute von meiner Seite. Ich schaue noch mal ganz kurz in die Fragenfelder. Genau, Achim, ja, super. Ja, ich sehe das ähnlich, ne? Breakout sofort handeln und dann relativ eng absichern. So ähnlich mache ich das auch. Ich habe es ja gerade gesagt, das ist halt typisch, wenn wir starke Breakouts sehen, dann kommt man, wenn man auf eine Bestätigung wartet, zu spät rein. Wenn man vielleicht dann sogar aufs Retracement wartet, dann kommt man sogar manchmal gar nicht rein und guckt dann einfach zu. Und das ist natürlich ein Problem, was wir nicht sehen wollen. Ja, also von daher scheut nicht das Risiko, wenn ihr eure Positionsgrößen entsprechend berechnet. Dann ist es nicht weiter tragisch, wenn einzelne Trades eben auch mal im Minus landen. Das gehört mit dazu. Das ist alles mit eingeplant im Tradingplan. Und die Breakouts, die ihr erwischt, die richtig gut laufen, die holen euch die ganzen kleinen Verluste von vorher wieder rein und es bleibt auch noch was hängen, dass man eben am Ende tatsächlich auch was verdient. Ja. So sieht das also aus, üblicherweise im Breakout-Trading. Ja.
Ich freue mich über eventuelle Rückmeldungen. Wenn ihr irgendwas habt, was euch ganz besonders interessiert, könnt ihr mir das auch gerne einfach mal in den Chat schreiben. Dann schauen wir uns das auch mal direkt an. Ansonsten sage ich bye-bye, wünsche euch ganz erfolgreiche Trades und freue mich darauf, euch morgen hier, selbe Stelle, 8:30 Uhr wiederzusehen. Ja, bis dahin, macht's gut, schönen Tag euch.